Warum wollen die mit mir nicht reden? Ich hab dich hier erst selten gesehen. Du machst deine Arbeit, dann mach sie auch. Na, scheint ja voll nett zu sein. So, Mifune, du bist also auch der Autogang beigetreten. Wir werden dich schuften lassen, wie ein Ochsen. Genieße es. Experten, echt. Echt, ey. Darf ich hier nie mit denen reden? Matsuna! Du weißt gewiss schon, dass die älteren Gangmitglieder hier bestimmen. Wenn du also mit uns redest, zeig immer den angemessenen Respekt. Ah ja. Autsch! Angemessener Respekt, ja, ja. Okay. Geh mal hier rein und sag mal hallo. Ja, ist der Anführer denn auch mal zu sprechen? Oder gibt's hier keiner, der. Du. Der Boss ist weg. Wo ist er denn? Wie läuft das Geschäft? Du machst dich gut. Das freut mich. Dieser hier ist auch Geld. Oh nun, Krallen? Guck mal hier. Ist das ein Gewehr? Ist das ein Gewehr? Kann man auch mitnehmen? Dann Waffen haben die hier. Ah, hier ist also das Bett. Hier ist also das Bett vom Chef. Naja, sollte man lieber nicht. Sollte lieber das nicht wissen, dass wir da drauf gelagt sind. Lalalala. Lalala, nichts passiert. Ah, hier alles da? Ja. Die Vasen werden sofort repariert und wieder hingestellt. Cool, ne? Ich schwöre. Ah, willkommen, willkommen. Ich habe einen kleinen Auftrag für dich, falls du Interesse hast. Du sollst nur kassieren. Dann bist du Experte, nicht wahr? Ich bin Experte. Genau, wie ich mir dachte. Ich wusste es. Heute musst du abkassieren. Shida, ein Herr Krupp des Magistrate von Amahara. Du musst 500 Mon für ihn eintreiben. Keine Ausreden. Was? Ich schreck ein wenig, dann zahlt er schon. Aber geh nicht zu weit. Oh, und noch etwas. Lass den Magistrate nicht sehen, dass du ihn bedrohst. Geh schon. Die Magistrate sind ja nur da. Wir wollen ja Magistrat ja auch, ja, erpressen. Genau, erpressen wollen wir ihn. Auf der anderen Seite der Stadt laufen wir jetzt damit. In Sekundenbruchteil her, in dem Spiel. So. Bist du das? Nein. Du bist das nicht. Was steht da hier? Das ist ja ungünstig. Was willst du? Oh, nichts Bestimmtes. Oh, wirklich? Bist du nicht zum Geld eintreiben hier? Wenn ja, dann kannst du gleich wieder abziehen. Du wagst es? Die Wahrheit ist, dass meine Tochter krank ist. Also haben wir jetzt nicht viel Geld. Kannst du keine Ausnahme machen? Mehr geht nicht. Du hast oder Teufel? Hast du denn keine Gefühle? Was muss ich zahlen, um dich zufriedenzustellen? Ich will 500 Mon. Verstehe. Ich bin ein Mann. Ich werde zahlen. 500 Mon. Wo ist der Typ abgeblieben jetzt? Und wo ist die Patrouille? Guck mal auf die Karte mal nach. Sie sehen mich nicht, nämlich. Wo ist er abgeblieben? Ach, der läuft ja da oben rum. Ah. Aber wir haben auch freigeschaltet, glaube ich, ne? Kann man gleich mal gucken. Mal gucken, haben wir alles. Ich weiß gar nicht, was wir verwendet haben. Mittlerweile haben wir auch. Moderne Waffen. Was denn das? Funktioniert elektrisch und ist der Gipfel der Edo-Technik. Würde ein echter Samurai nie benutzen. Was ist denn das? Ist das ein Flammenwerfer? Das will ich mir angucken. Deswegen ziehe ich mir den mal an. Was ist das? Was zur Hölle? Also eine Art Nachtsichtgerät oder ein Verrotsicht und ein MG drauf, aber Schulter?
Ah, ich weiß ja nicht, also. Ich weiß ja nicht so genau, ob das nicht irgendwie ein bisschen seltsam ist. Was ist denn das mit einem G drauf? Was zur Hölle? Was zur Hölle geht im Spiel vor sich? Ich weiß es nicht so genau. Das ist ein bisschen seltsam. Ein bisschen seltsam. Man sagt ein bisschen sogar untertrieben. Es ist seltsam. Was war das denn? Ein Rucksack mit einer kleinen Kugel hinten drin und MG auf der Schulter. Ja, so sieht die Zukunft aus. Nee, so sah die Vergangenheit aus in Japan. Ah. Du bist also zurück. Oh. Anscheinend hast du alles, was bei dem Magistrat zu holen war. Yogeta. Gut gemacht, gut gemacht. Du darfst die Hälfte des Geldes behalten. Die andere Hälfte gehört mir. Die Hälfte von 500 sind 52. Gib mir 52 Mon. Komm mal wieder vorbei. Natürlich. Was zur Hölle geht da wieder vor sich, ey? Es gibt seltsame Sachen in dem Spiel hier. Sehr, sehr seltsam. Man kann es nicht mal in Worte fassen, wie seltsam alles ist. Okay. Was soll ich tun? Oh, du bist. Wie läufst du so? Du siehst recht geschickt aus. Nein, nein. Macht nichts. Ich habe einen Auftrag, aber er ist etwas kompliziert und er voller Raffinesse. Ehrlich gesagt, ist Geotaschendiebstahl. Wo kann ich bloß jemanden finden, der es übernehmen kann? Nenn mich Langfinger. Wirklich? Nun, es ist gut, dass du verschiedene Dinge ausprobieren willst. Dann gebe ich dir jetzt die Details. Ein Mann mit einem wertvollen Gegenstand taucht heute in Amahara auf. Beschaffe den wertvollen Gegenstand, ohne dass er es bemerkt. Leider wissen wir nicht, wo er ist. Also musst du nach ihm suchen. Das Diebstahl ist wirklich recht einfach. Du rempelst das Ziel an und lässt deine Hand in seine Tasche gleiten. Aber wenn du ihn von hinten anrempelst, kommst du nicht an die Tasche. Rempel ihn von vorne an, wie ein Mann. Gib nicht auf, bis du den Gegenstand hast. Viel Glück und lass ihn nur nicht erwischen. Okay, einen Mann suche ich jetzt. Einfach einen Mann. Da muss man mal gucken, wer das ist. Ich weiß nicht genau, wo ich den finde. Ich war das hier? Das sind eher aus Erinnerungen raus, für sie zu geben. Irgendwie so lange her. So viele Magistraten. Bist du das? Das Magistrat. Okay, hier gibt es ein Magistrat. Was ist das hier nicht? Okay, Magistrat war also beim Tor von Otemon. Der Fremde war am Harashrein. Und durch die Kanu Show, dann gehe ich mal nach Hakinuma. Das ist ein Autogang. Ah. Da ist er. Ah, toll, wie soll ich dich jetzt erwischen? Wie soll ich dich jetzt erwischen, ey? Geh nochmal rein und nochmal raus. Okay, wie es da am Kakinuma ist. Der Fremde war, glaube ich, noch da. Da war noch ein Fremder. Was war hier? Vielleicht ist er auch da. Vielleicht ist er auch ein Mann. Ja, könnte sein, ja. Aber natürlich auch nicht so einfach hier mit den Magistraten überall. Na? Was tust du in Amahara? Bin auf Geheimmission. Ja. Stimmt das? Wie einfallsreich. Nun, wenn ich dir irgendwie helfen kann, frag mich einfach. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. Hä? Hier geblieben. Zurück an die Arbeit. Das ist gut.
So keine Arbeit. Ich kann mich auch umdrehen bewegen. So keine Arbeit. Oh ja. Oh. Oh. Mann. Nee, Leben. Oh. Okay. Bleib aufmerksam. Bist du ein Dieb? Hey. Will das Geld haben? Okay. Hast du mich jetzt da, ich muss ihn da reinlocken. Hast du mir ein bisschen Geld kassiert, aber es reicht nicht. Ich muss ja das finden, was ich suche. Ah. So, nochmal. Vielleicht haben wir ja ein bisschen mehr Glück mit der Verteilung. Das ist er wieder, aber der Magistrat auch. Ich muss ihn irgendwie da reinlocken, ne? Oh, er rennt jetzt da rein. Na dann. Ja. Einst gab es sämtliche Tierart in Amahara. Was ziehst du vor? Hunde oder Katzen? Katzen. Ich habe hier noch, aber noch nie wieder eine ein oder andere gesehen. Obwohl auch Kätzchen habe ich immer gesehen, ja. Natürlich Katzen. Oh. Katzen, wie? Die sind wirklich süß, ja, in der Tat. Vor kurzem habe ich einem Mann mit einem Hund dieselbe Frage gestellt. Er sagte, er bevorzugt Katzen. Mein Hund bekam fast einen Anfall. Ja, klar, der Hund. Oh. Okay, bloß ein paar Tiere finden. Oh. Aha. Deswegen, alles klar. Weil ein Kätzchen dabei hat, deswegen kam die Frage. Na sowas, hör mal, hat er uns nicht gleich gegeben, wenn wir Katzen mögen. Was für ein doofer Zufall, ey, ne? Wirst du langsam besser? Ah, ist das, wer ich denke, dass es ist? Was ich denke, gut gemacht. Du schaffst es, wenn du willst. Hier ist dein Anteil. Ja, die sind eigentlich nur Geld und Augen. Die vermögen damit aus mittlerweile. Haben wir ja noch geschafft, die Mission? Ja. Okay. Also, guten Abend. Also, muss das ja auch sein. Oh, noch eine Mission. Dann werden wir uns gleich bald drum kümmern. Du scheinst immer zur richtigen Zeit aufzutauchen. Ich habe einen dringenden Auftrag, der perfekt für dich ist. Es ist ein Kinderspiel, nur ein Raum. Das sollte für jemanden mit deinen Fähigkeiten kein Problem darstellen. Überlass das mir. Ich wusste, dass es dich interessieren würde. Das Ding, das du stellen musst, ist die geheimen Dokumente einer jungen Dame in Amakase Show. Das ist ein einfacher Auftrag. Doch das Ziel ist eine erfahrene Kämpferin. Aber darum frage ich auch dich. Wenn du dich nicht beeilst, wird dir die Beute noch entkommen. Schnell, schnell. Okay. Dann werden wir uns doch mal holen. Das werden ja jede Menge Magistraten. Aber wir machen das trotzdem. Haben wir keine Angst vor dem Gesetz. Wo sieht es ja aus? Mal gucken, wo ist er denn? Da ist er. Das sieht man ja anhand des Schwertes. Reden wir mit der hier. Glauben Sie, dass sich die Situation Amahara verschlechtern wird? Ich habe mehrere Bodyguards und mache mir deswegen keine Sorgen. Naja, aber... Wo ist er denn da? Jetzt muss ich es nur noch dem Herrn übergeben und... Kann ich etwas für dich tun? Übergib das. Du kannst dir Leben nicht im Weg stehen. Now. Ah, ich wollte gerade zurück. Ah, super. Ah, wir machen ja richtig schlecht. Okay. Ah, hier haben wir Aufmerksamkeit erregt. So. Hey. Ist gar nicht so schlecht. Ich mach's auch wieder schlecht, würde ich sagen.
Oder Glück gehabt, ne? Was mach ich denn noch? Hey, hey, hey. So, aus diesem Grund spiele ich immer auf normal, weil es manche Kämpfe gibt, wo ich wirklich Prozessprobleme kriege, immer wieder. Oh, ich schon lange gespielt. Oh, gibt's ja nicht. So, auf, muss ich mal aufpassen wegen der Haltbarkeit. Also runtergehen, damit die wieder runtergeht. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Ja, sie doch kein schön gewährt. War unscheinbar ein kleines Mädchen, aber. Na, war nicht die schlechteste, würde ich sagen. Haben so schlechtere Gegner gehabt. Aber am Ende haben wir trotzdem die Mission erfüllt. Wie sich so gehört. Man gehört angeschlagen, ne? Gefällt mir auch nicht. Hey, Samurai! Ah, die Gern-Dokumente! Gut gemacht, hier ist deine Bezahlung. Die wurde mit 7 Mann bezahlt. Na super.